Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meiner Folge Anfang nicht, ja, und ich habe wieder einen Begleiter dabei. Hey! Guten Tag, du guten wurde, Tag. Du wurdest schon vermisst von vielen Leuten. Viele Leute haben nachgefragt. Wo ist Fossil? Wo ist Fossil? Ich habe mich gerade entschuldigt, so wie ich jetzt Entschuldigung sage, sagt ein A-Charakter auch Entschuldigung. Achso, okay. Und hier ist eine wundervolle Map. Ist sie schön? Das ist der Island. Ey, du hast sofort Schaden dran gemacht! Warum hast du meine Map kaputt? Warum? Das habe ich jetzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ich repariere es jetzt, wenn du erzählst. Okay, das ist gut. Und ich muss jetzt erstmal was erzählen. Nämlich, ich mache da kein großes Geheimnis drum. Ich habe vor, meine Videos zu monetarisieren. Ich weiß doch gar nicht, ob sie jetzt monetarisiert sind, weil alle gesagt haben, da war jetzt keine Werbung drauf oder nicht oder so. Auf jeden Fall monetarisieren heißt, dass ich dann Werbung auf meinen Videos habe, aber nur, ich mache nur am Anfang eine oder vielleicht ganz am Ende eine, aber da guckt die halt eh keiner, aber ja, ist halt so. Und das wollte ich eigentlich machen, damit ich hoffentlich zumindest meine beiden Server davon bezahlen kann. Das wäre eine ganz coole Sache. Und falls es wirklich mehr Geld werden sollte, könnte man mal über einen Community-Server nachdenken. Und ich hoffe, dass ihr da alle nichts gegen habt. Ich habe das gestern schon in die Kommentare geschrieben unter dem Video. Und da haben alle ganz lieb drunter geschrieben, dass sie mir das gönnen und dass ich das ruhig machen soll. Und die gerne für mich Werbung gucken. Und ich dachte, oh, ihr seid alle die Besten. Das ist auch so. Nicht wahr? Auf jeden Fall hatte da bis jetzt keiner irgendwas Negatives zugesagt. Und ich hoffe, dass ihr da auch so nichts gegen habt. Und dann habe ich noch eine Sache. Ich wurde gefragt, wo man mir Fanart schicken kann, also irgendwie Sachen, die gemalt wurden für mich oder was weiß ich, irgendwie was. Das könnt ihr alles bei Twitter machen, da könnt ihr mir was zuschicken, wenn ihr das wollt. Link ist, glaube ich, unten in der Beschreibung, ja, müsst ihr eigentlich, und dann könnt ihr da drauf gehen und mir irgendwie Bilder schicken oder was weiß ich. Du stimmst mir auch zu, wa? Ja, definitiv. Okay, weil ich das gefragt wurde, ich dachte, das sage ich hier mal so in der Folge. Und wir beide haben jetzt erstmal was vor, nämlich es gibt noch einen Boss, den wir noch nicht wieder haben. Also wir haben den einmal, aber du mit deinem Blick die ganze Zeit. Aber wir müssen den wieder haben, nämlich eine Krake. Die Krake, die kann man jetzt nämlich auch so freischalten wie die anderen, dass man Prime Evil opfert und halt alle Dinge, alle Energien braucht. Da, Kraken Sacrifice. Eine Megapithecus Energie brauchen wir noch und ein Kraken Beak. Und den Kraken Beak bekommen wir bei der lieben Fussel zu Hause, weil da ist gerade eine Krake. Ja, die hat genervt schon. Ja, ja. Die weghaben. Ja, und Angst. Und wir gehen da jetzt gleich hin und verprügeln die. Und dann treffen wir uns gleich da. Bis gleich, Leute. Sind wir schon und ich bin hier der Retter mit meinem Spinebreaker und wir verteidigen die Base von Fussel. Let's go. Beide. Niemand darf die haben. Auch nicht dieser Mr. Eklig. Mr. Krakenlord. Hier ist mal schwimmen. Essen und Bad nehmen. Nein, du hast einen Pedernot angekillt, du Sack. Ja. Lol? Was macht der? Was war das denn? Ich bin gerade wieder auf den Boden der Realität angekommen. Boah, ja, ich glaube auch. So, hier, Krakenbeak, da haben wir so eine Rüstung und Lystro, Ei, Kimmel, warum auch immer. Was auch immer wir damit sollen, aber wir haben's. Darf man den auffressen? Kannst du machen. 649 Chitin. Ja, siehst du. Das ist ja schon viel. Ja, das hat sich gelohnt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach einem Megapithecus, würde ich sagen, weil den haben wir noch nicht, die Essenz haben wir noch nicht, aber Energie heißt das hier. Ja, okay. Und nebenbei noch nach dem Opfer gucken. Ja, eine Opferkappe brauchen wir auch noch, stimmt. Opfer brauchen wir auch noch. Okay, dann treffen wir uns wieder, wenn wir irgendeines von beiden gefunden haben. Bis gleich. Opfergabe ist schon gefunden, was machst du hier? Mich hinsetzen. Da ist ein Hippo unter dir. Passe sie auf. Und ein Manticore. Und ich baue hier gerade... Oh, er will sterben. Was bist du? Was machst du? Ich hab fast so ein alles Hologramm-Ding hier hingestellt. Was kann ich ja machen? Ups, ich hab auch hier, einfach mal ein bisschen Dekoration hier. Hä? Hä? Hast du mein Manticore abgeschossen? Nee, hast du dein Manticore abgeschossen? Nein, weil ich den anderen Manticore nämlich getroffen habe. Aber wie ist der umgefallen? Hä? Dann habe ich ja deinen getroffen, aber das kann gar nicht. Doch, das muss aber, weil ich habe nämlich gerade, ich habe mich den Manticore da vorne getroffen, wo du doch gequatscht hast, irgendwas komisches, wo ich nicht zugehört habe, mal wieder. Und in der Zeit... Wo ich nicht zugehört habe, mal wieder. Hä, wo ist der andere Manticore? Der liegt hier, im Wasser. Lol, der ist ja voll unter der Erde. Ja, den habe ich halt gerade mal so ganz easy peasy nebenbei. Komme ich da überhaupt ins... Ja, komme ich. Ja. Kriegen wir den dann wohl weg? Ja. Der ist nur leicht buggy? Ups. Komm mal raus da. Oh Gott, ich bug mega rum. Ich fliege auf einmal einfach und keine Ahnung.
Aber eigentlich sieht er cool aus, muss warum, ich mal sagen. Warum kämpft er gegen alles? Das weiß ich auch noch nicht. Ist er aggressiv? Aber der sieht irgendwie cool aus, so wie er im Wasser hängt. Vielleicht das nicht? Ja, doch, der sieht cool aus, aber ich will den da raus haben. Das stimmt. Und ich fliege ständig. Warum fliege ich denn ständig? Weil die wegen den Flügeln. Ja, warte, kann ich den reiten? Nein. Ah, ich kann Dino-Pickup machen, oder? Wow, er dreht sich mit uns im Kreis. Auch cool. Ich kann den nicht hochheben. Mach mal Endfollow. Liegt das da dran? Du? Was? Mach mal ein bisschen Pfeil von U. Hab ich doch schon. Was nee, ich das ist immer. Weg. Warum liegt der Manticore wieder? Hä? Die Behinderung. Der hat eine Behinderung. Was ist mit dem denn? Der ist aber eigentlich wach. Ich wollte gerade sagen, der ist doch wach. Okay. Okay, hier ist alles. Hier ist alles durcheinander, Leute. Hier ist ein Manticore im Boden. Ich krieg den da auch nicht raus. Der eine Manticore hat noch eine Behinderung und liegt irgendwie komisch da. Wie sollen wir den da rauskriegen? Ich kann höchstens mit dem Atemschiete unter die. Oh, ich kann reiten. Oh. Pack dich raus, soll ich dich mal hauen? Warte. Ich kann den Stein nicht. Warte, ich probiere einen Stein unter dir abzubauen. Warte. Okay. Kann sein, dass ich dich haue jetzt, ne? War nix. Gib mir eine mit. Du verprügelt sich echt ganz schön, aber. Ja, ich glaube auch. Wie kommt der hier denn auch, bitte? Ja, ich bin frei. Du bist voll der Meister. Er wird zu schlau. So, aber er ist leider nur eine Opfergabe. Oder willst du ihn haben? Nee, man kann ja die nicht züchten. Und wir können halt auch einen Indomor so nehmen als Opfergabe. Ja, aber der ist... Nee, oder? Komm mal her. Musst du wissen. Bau ihm ins Licht. Der sieht schon cool aus. Ja. Du hast noch einen satisfying Nutriment, sagtest du, oder? Ja, ich hab noch einen. Und du sagst, du hast einen Indom gesehen, oder? Ja, hier runter. Ja, dann lass uns da hingehen zusammen und dann porten wir den zu dir. Hier. Komm, wir überlegen hier jetzt nicht lange. Na gut, okay. Okay, da hast du einen neuen Manticore, so sind wir zu dir. Hey. Oh, du portest schon? Ja. Okay. Was? Oh, da ist ein neuer Manticore. Oh. Nein! Ich wusste den, Entschuldigung. Das tut mir leid. Warum? Ich wollte gerade betäuben. Hättest du mir früher sagen sollen. Oh, ich hatte schon die Waffe draußen. Wir wollten einen Indom. Ja, okay, dann halt einen Indom. Hauptsache, ich bin wieder dabei und alles ist chaotisch. Ja, ist wirklich so. Vorher war alles so organisiert und so schön. Und dann... So schön, ne? Nein, mit dir ist es... Nein, mit dir ist es schöner. Bleib hier. Zeig mir, wo der Indom ist. Wo? Da lang? Ja. Okay. Also hier, wir müssen noch ein Stück hier mehr lang. Okay. Da, rechts von mir. Okay, dann nehmen wir den. Dann ist das unsere Opfergabe. Irgendwie ein bisschen schade, dass wir immer Indoms als Opfer nehmen, aber sollen wir machen. Hey, du hast doch schon Manticore für die allererste Opfer. Oh Junge, der Riesenlied. Hab ich ihn jetzt? Ja, er ist down, okay. Ich kann der Leech wollte mich, glaube ich, essen. Nein, Schlange! Ah, Leech ist tot, okay. Hab ich aufgegessen. Sehr gut. Du bist meine Retterin. Ja, ich esse halt einfach. Oh, hier ist so ein Affe! Ich will so einen Affen. Affe? Ich hab noch keinen davon. Kano, du machst erstmal hier. Oh. Ich bin nicht Kano. Warum greifen die scheiß Käfer an? So. Hier ist ein Mikroraptor. Opfergabe ist fertig. Was passiert hier? Da war ein Mikroraptor. Ja, okay. Oh, ich werde offen und was angegriffen. Hilfe! Indom! Ich will den Affe. Affe. Ich will den Affe. Ich bin der Affe. Oh, der ist so ein gutes Level. Abvergabe. Okay. Okay, wir haben. Was passiert hier überhaupt? Keine Ahnung. Du bist Abvergabe mein Affe. Nach Hause. So. Abvergabe schon mal zu Hause. Okay, jetzt haben wir Ruhe. Ja, hoffentlich. Wie cool ist das denn? Was machst du? Ich will auch sehen. Oh, da? Was? Du euch mit Kacke werfen, oder? Ich hab davon so... Ich hab gehört. Oh, die wird richtig im Boden. Und wie weit? Ich hab davon richtig selten welche gesehen. Komm, gib mir einen Shot. Wem? Jumia. Guck mal, Junge, das ist eine Kacke als du. Das kann nicht ja, sein. Ist echt so. Kann einfach nicht sein. Ich treff niemals.
Oh, guck, Dennis! Der wirft das so hoch. Aber kann er dich nicht so ein bisschen lenken, wenn man Ich guck ganz auf den Boden und werf. Okay. Okay, jetzt hab ich wohl anscheinend irgendwas getroffen. Hä? Bitte, bitte, hast du mal 10? Ich wurde runtergeworfen. Warum wurde ich schon mal Affen geworfen? Nein, der arme Affe, nicht den Affen sterben lassen. Nee, will ich auch nicht, aber ich... Hä, kann der nicht ins Wasser? Vielleicht ertrinkt er, weil er zu klein ist. Was passiert hier schon wieder alles? Geht alle weg. Komm her, Affe. Wir haben das alles im Griff. Wie viel Schaden machst du eigentlich, Affe? Was? 117 Schaden? Das ist, ja unglaublich stark. Hilf mir. Rette mich bitte. Okay, der Affe ist anscheinend nicht fürs Kämpfen ausgelegt. Er sieht süß aus. Ist er vielleicht für... Er ist vielleicht für Movement Speed ausgelegt. Oh Gott, ich sehe schon... Ich bin aus der Baller geflogen. Deswegen gibt's einen Stream. Ich habe schon wieder meine ganzen Sachen nicht. Ich sehe es wieder vor mir. Oh, nein, das wird niemals passieren. Aha, niemals. Oh nein, nein, nein! Du hast es gemacht. Hier ist es passiert. Lange greift dich an. Ich habe es doch gesagt, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen bei der Showfussel hat recht. Das Ding ist, der hat auf einmal 21 Level gehabt und ich dachte, der hat nur wieder 2 Level oder so. Ich weiß auch gar nicht, woher er die Level hatte. Ja, jetzt hat er 1000 Movement Speed, vielleicht. Okay, das ist auf jeden Fall solide. Kein Kommentar. Das ist eine gute Movement Speed, das ist eine... Guck dir das an! Guck dir das an! Einfach. Wie ich hier einfach so lang flitze. Jo, ganz entspannt. Jo. So, wir müssen jetzt so Ferrari-Sound einblenden. Ja. So, und du gehst nach Hause. Wir haben unsere Aufgabe, wir brauchen jetzt noch einen Megapetticus. So, Leute, wir suchen weiter. Bis gleich! Wir haben nicht das gefunden, was wir finden wollten, aber dafür haben wir was anderes gefunden, nämlich einen Glacial Direwolf, der auf mich losgeht. Aua! Level 532 oder so, und du gehst auch ins... Schlaf-Dings. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. So. Und... das. Nice! Oh, die kann aber so der reiten. Der sieht auch cool aus. Der sieht richtig cool aus. Alter, der hat sogar noch sein Pfeil vorne in der Schnauze. Das wusste ich, das ist das Accessoire. Ach so, ja, okay, das wusste ich natürlich nicht. Komm mal her, guck mich doch mal an, du doofe Kuh. Okay. Oh. Kann der irgendwas Cooles? Nee. Der kann nichts. Kann der echt nichts normales? Nee, also rechts, nichts anderes? Das ist Rechtsklick, das ist Linksklick. Ja. C und X hat er nichts. Sag dem Hunde. Okay, und Damage macht er auch nicht. Der gute Dino, also, okay. Ja, ich glaube, der wird sehr stark. Warum ist der so kacke? Ein gutes Deko-Objekt. Ja, das auf jeden Fall, aber. Okay, mit dem Hippo will ich mich nicht erlegen. Da ist ein Glacier Pitalot an. Und ich finde alles, das ist nicht, was wir finden wollen. Ja, ist immer, ist das ist immer so bei Ark. Nee. Das, was du suchst, das findest du nie. Ich ist 200... Nee. Ja, 200 irgendwas, habe ich auch gerade gesehen. Hä? Der macht 10.000 Schaden? Okay, das geht fit. Das geht... 11.000. Und der slowt so ein bisschen, wenn der angreift. Was rennt hier? Ach, du ganz bist kleine. Das! Ich dachte schon, was rennt da hinter mir her? Und der hat eine coole Animation, weil er den levelt. Ja, von Wölfen sind süß. Und wie von den normalen Wölfen? Ja. Oh. Alter. Hier, 50.000, wir sind unbesiegbar. Welches Level ist der? 500, okay. Ich dachte, wenn der einen Hit aushält, dann ist er vielleicht stark, aber... ich bin so langsam wegen diesem Kack. Auch gleich die blöde Stelle. Ich würde, glaube ich, hier gar nicht weitergehen. Buckige ja. Land. Wir wollen sowieso jetzt... weiter nach dem Affen suchen, würde ich sagen. So, wir treffen uns, wenn wir einen gefunden haben. Da ist unser Affe, wir haben ihn endlich gefunden und der kriegt direkt mal einen Schlag. Oh, harter Kampf. Wie immer. Ja. So, dann haben wir unsere Energie und jetzt können wir zurück nach Hause und können die Krake beschwören. Bist du bereit dafür? Ja, auch wenn ich die hässlich finde. Ja, okay, du musst sie auch nicht schön finden. Das stimmt, sie steht nicht bei mir zu Hause. Bei mir steht eh schon eine, dann haben die sich vielleicht lieb oder so. Oh. Ja, Partnerschaft. Dann treffen wir uns gleich bei der Base. So, da sind wir wieder.
Und dann packen wir mal alles hier rein. Kraken-Dings und Manticore-Dings und das Kraken-Dings. So, Kraken-Sacrifice. Das ist der letzte Boss, der uns fehlt. Da haben wir alle. Da wirst du vielleicht nochmal einen Spinebreaker für dich machen, wa? Ja, das ist eine gute Option. Ja, ein Spinebreaker wäre wahrscheinlich keine schlechte Sache, oder? Die Opfergabe steht, sage ich mal, böse in der Mitte, präsentiert, wo ihn alle anlupschen können. Okay, tada! Wie er einfach nur stirbt. Nein, er wird wiedergeboren. Ach so, er wird als Krake wiedergeboren. Oh Gott, du hast so ein schönes Leben. Ich bin in der Krake drin irgendwie. Okay. Das war einfacher als erwartet. Ja, die Farbe ist gewöhnungsbedürftig. Farbe ist cool. Na. Okay, okay, witzig. Okay. Ist dann stellst du die Mantikurve aus dem Weg, dass sie auch rauskommt. Okay, ich komme auch so raus. 32.000? Okay. Okay, damit kann ich leben. War ja nicht irgendwo ein Titano, sagtest du? Ja. Willst du sie mit mir zusammen abschlachten? Ja, ich nehme deinen Direwolf mit. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Mein Direwolf? Wir kriegen den dann gar nicht tot. Das ist gar nicht sinnvoll. Ah, na gut. Ich wollte vielleicht Level machen. Ich wollte dir was abnehmen. Da will die Frau einmal logisch denken und dann geht's wieder schief. Ah, wir kriegen den aber nicht tot dann. Ah, der hat voll die kranke Hitbox. Wo bist du überhaupt? Bist du... Ja, ich muss den Direwolf noch zurückbringen. Okay. Tun sie dies, dann gehe ich hier so ein bisschen leveln. Ja. Aber das ist... Die Hitbox von dem ist halt so übel krank. Was meinst du mit übel krank? Ja, der trifft halt alles, was mega weit weg ist. 100 Level habe ich schon. 700.000 jetzt schon. Rechtsklick? Wow. Ich glaube, der Rechtsklick trifft sogar zweimal. Oh, hier fliege ich lang. Ja, der trifft zweimal. Das könnte übel OP sein. Da war schon wieder ein Affe. Ja, alles tot. Ich hau einfach nur um mich. Weißt du überhaupt, wo ich bin? Ja, ich bin gerade an die vorbeigelaufen. Ich suche gerade schnell die Dings. Okay. Hier ist der Titano. Wo ist hier? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Na, hier. Och, Mann. Weißt du wieder nicht, wo hier ist? Nee, ich weiß gerade nicht, wo hier ist. Na toll. Also, es ist ja... Der hat 3000 Arc-Stunden, Leute, ne? Ja. Versteht ihr mich? Ah, ja, da, ich seh dich. Okay, wo ist hier? Und dann? Ich komm nicht hinterher, weil mich ein Piranha geht. Okay, ich krieg gerade so viel... Oh, ich wollte gerade sagen, baust du gerade was ab? Ja, vielleicht. Habe ich gemerkt, vielleicht? So, jetzt kann ich wieder sprinten, obwohl mein Sprint auch nicht viel stärker ist. Okay, jetzt könnten wir, glaube ich, sogar easy in Titano schlachten. Voll. Ja, tut mir leid. Ich wusste es doch nicht. Du hättest halt einmal auf mich vertrauen können. Ja, okay. Ah, da ist der, okay. Holen wir uns unsere Level ab. Ich bin auf dem Weg. Beiß einmal an. Okay, beißt du ihn an. Aber... Nimm dir auch einen Hub. Ich komme... Und? Warum leckt der denn so rum? Ich hab auch... Nein. Hä, warum nicht? Das ist nicht schlimm hier. Achso, stimmt. Das ist bei Eternal noch schlimm. So, ist hier irgendwas Cooles drin? So. Ausgelevelt. Ah. Irgendwie, die Farbe macht sie gar nicht so hässlich. Macht sie irgendwie sympathisch. Geht so. Ich hab schon sympathischere Sachen gesehen. So. Dann wollen wir mal. Schaden. Noch mehr Schaden. Dann und noch ein bisschen Schaden dazu und noch etwas. Ja, ich glaube schon. Sehr gut. So, und... Ah, ich habe Damage ist gut. Movement Speed. Oh, die kriegt voll wenig Movement Speed. Die kriegt echt wenig Movement Speed. Also vorher, glaube ich... Verpasst die bei dir auch so ein bisschen irgendwie? Nö. 1,7 Millionen. Alter, das ist echt gut. Das ist viel, ja. Das... Wie macht der Spinebreaker? 1,9, ne? Ja. Also alles im Leben, den Rest. Ich glaube, Move Speed ist okay. So, einmal heilen. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach einem Boss, oder was meinst du? Ja, ein Boss wäre eine gute Idee. Okay, dann treffen wir uns gleich wieder, Leute. Das ist unser Bosskampf. Ich bin so bereit, du auch? Ich bin mehr als bereit. Okay. Ja, das trifft echt zweimal. Das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, das hört sich irgendwie eher mega OP an. Ja, das ist echt 1,7 einfach zweimal. Das ist viel und so schnell hintereinander. Ja, oh, und er ist einfach schon tot. Hast du überhaupt viel Schaden bekommen? Ja, du blutest ein bisschen.
bin, aber das au, geht. Au, 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 au. Okay, ist alles gut. Und was haben wir hier Schönes drin? Oh, einen richtig guten Helm. Warte, ist er besser als meiner? Nee, aber ja, doch, ganz leicht. So. Willst du einen guten Helm haben? Ich guck mal, wie mein Helm ist. Ich habe einen Helm. 2870. Ja, meiner ist besser, okay. Nimm den. Okay, okay. Jawohl, jawohl, Sir. Hier kannst du gleich noch einen Dodo-Rex-Skin drauf machen, damit du sexy aussiehst. Oh nee. Doch, nee, doch. Nee, nee, doch, nein. Musst du. Du nein, musst das jetzt. Party, nein, ich hab mein Partyhut auf. Okay, der Partyhut ist. Der Partyhut ist fair. Ich wollte gerade sagen, das ist der einzig wahre. Zeig mal her. Man sieht den gar nicht. Du hast, ja, du hast den Hut ups, aus. Ja, das ist, ups. Ja, zeig her. Ja, so ist schön. So siehst du richtig schön ja, aus. So sieht, ich habe halt einfach keine Haare mehr dadurch. Guck mal, ich habe voll die Klatze. Guck mal meinen Hinterkopf an. Ich habe keine Haare mehr. Klatze. Auf einmal. Einfach so weg. Keine Haare mehr. Nö. Also, das ist auf jeden Fall. Das, also, ich finde, der Hut steht dir sehr gut. Ja, hier ist ein Dungbeetle. Das ist ein vernünftiges Level. 140. Das ist eine Motte! Okay, nein, Spaß. 140. Aha. Ah. Du probierst den vielleicht mal aus. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich will ihn ausprobieren. Warte, geh da weg. Nicht, dass der Akku wird. Ja, deshalb, ich will ihn ausprobieren. Wo ist den Passiv-Tame? Ja, ja, ich geh doch hin. Hab ihn. Kann man nicht reiten? Was geht? Oh, oh, wie süß du draußen so voll, oh, der Hobby. Was geht? Oh, wird das süß. Das ist mega cool. Oh, da ist ein Hippo, ich muss da weg. Macht der irgendwie Schaden? Hippo, kannst du ihn. Oh, lol. Was geht da schon wieder ab? Der Rex hat uns gebissen. Beschützt du mich vor dem Hippo? Lol, der springt ab und zu so komisch. Okay, danke. Lass mir die Motte. Die Motte ist mein Gegner. Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Bin der Kommentator. Warum springt? Okay, aus der rechten Ecke. Okay, 190 Schaden. Solide. Auf jeden Fall solide. Rechtsklick? Hat er einen Rechtsklick? Nein, hat er nicht. Aber der springt so. Der hat so einen Sprungangriff. Hier nimm die schlafenden Männer. Hilfe, rette mich, rette mich. Ich rette dich. Hilfe, Hilfe. Ich spring einfach weg. Alles gut. Kannst okay, du okay. Hat er C-Angriff? Nein. Hat er X? Nein. Das ist der langweiligste Dungbeetle, den ich je gesehen habe. Aber er... Naja. Das bezweifle ich sogar mittlerweile. Oh nein, ihr habt mich gegessen. Hilfe. Oh, lass ihn los. Böse. Warum tut er sowas? Der kann nicht einfach meinen Dungbeetle essen. Böse Hauskarte. Ja, ist echt so. Aber ich würde sagen, Leute, wir müssen langsam die Folge beenden. Alter, dass der springen kann, ist cool. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und tschüss. Ich kann nicht winken. Wo kann ich nicht winken? Tschüss, ich kann winken. Jetzt kann ich winken. Man sieht's aber, tschüss. Oh.